lege ich hier ein bisschen den See frei. Macht jetzt auch nichts, außer dass ich hinter welchen See wieder ein bisschen zuschippen muss. Jo, hier hinten ist mir das scheißegal, wie das erstmal aussieht. Das muss alles hinter angepasst werden. Soll ja nicht so hässlich bleiben. Das mache ich dann aber alles noch bei Zeiten. So, diese fliegenden Dinger kann ich hier eh nicht gebrauchen. Das muss alles weg, würde ich sagen. Vielleicht verbinden wir einfach auch diese beiden Seen, die wir ja haben. Okay, muss ich mal schauen, wie ich das mache. So, hier muss auf jeden Fall, der Stein muss auf jeden Fall weg. So, alles muss weg, alles muss raus, alles geht nach Haus. Hören wir bis auf mit den schlechten Reimen, ne? So, da werden wir jetzt neue Erde hinpflanzen müssen, und zwar 1, 2, 3, 4 bis dahin. So, so werden wir das machen. So, und dann drumherum kommt dann das Holz. Wunderbärchen. Da ist schon wieder eine Schippe kaputt. Ich drehe am Rad. So, dann holen wir uns eine neue eben. Wir sind ja noch zu Hause. Da gibt es keine. Wir müssen einfach weitergehen. Da müssen wir einen Eisenbarren rausnehmen. Danke. Können wir hier so einen Scheiß weg tun? Was habe ich denn hier? Poisonous Potato. Ich habe zwei schlechte Kartoffeln. Super. Kann ich die auch weiter fortpflanzen? Ich habe keine Ahnung. Besser nicht. So, schlechte Kartoffeln essen wir besser nicht. Das ist ungünstig. So, da gehen wir zu dem Weizenfeld. Da räumen wir mal eben schnell die Samen rein. Müssen wir gleich mal ein bisschen abernten gehen, damit wir die Kühe auch noch weiter gezüchtet kriegen, ne? Eieiei, so, das muss weg. Machen wir mal eben schnell. Bis hier, wo der Baum ist, würde ich jetzt sagen. Oh, hier können wir ein bisschen weitermachen. So, sieht das doch sehr natürlich aus. Jetzt müssen natürlich hier die Steinquader raus. Ich meine, da sieht man die zwar eh nicht, weil da das Holz drauf kommt. Aber Fusch am Bau wollen wir auch nicht. Ich habe Kohle gefunden. Ja, komm, die liegen irgendwie trocken. Sowieso egal. So, dann arbeiten wir die Kohle mal eben ab. Kohle kann man immer noch gebrauchen. Wir sind ja noch, wie gesagt, ziemlich am Anfang. Wobei wir natürlich auch schon 32 Level haben. Also wir sind gar nicht mehr so weit am Anfang. Klar, wir haben jetzt Level noch dazu gekriegt, dadurch, dass ich dann dieses Farmen gemacht habe. Achso, ich wollte euch noch hinten zeigen, wo ich das Loch gefarmt habe, ne? Falls ihr nicht willig seid, möchte ich es mal nennen, meinen Fragenfreitag zu sehen. Ist ja nicht für jeden was. Auch wenn ich da einiges erkläre, mal zu meinem Kanal und Updates gebe. Aber das ist eine andere Geschichte, das müsst ihr euch natürlich nicht angucken. Beziehungsweise nur, wenn ihr überprüfen wollt, ob ich auch wirklich alles eher erfarmt habe, dann könnt ihr es natürlich angucken. So, deswegen gehe ich jetzt mal eben da rum und zeige euch das Loch mal eben. Es wird schon wieder dunkel. Egal, das schaffen wir eben noch. So, komm, rennen mal ein bisschen. Ich habe mir auch eine Gegend ausgesucht, wo ich so viel Zeit davor muss. Da ist der Höhleneingang. Bin ich formschön gebaut beim letzten Mal. Und da geht's runter in meinem Minenschacht. So, wisst ihr Bescheid. Da kann ich vielleicht mal auch im Let's Play selber runtergehen, weiß ich aber noch nicht. Eigentlich ist das eher zum Farmen gedacht. So. Ja, machen wir jetzt weiter noch mit zumachen hier. Zumachen, 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 zumachen. Kann man ja immer mal ein bisschen machen. Sind hier einfach so Gras, ja. Nicht mehr lange, wenn ich hier alles zubaue, dann ist hier einfach mal irgendwann. Ich habe doch noch mehr Erde dabei gehabt, ne? Oh ja, noch viel mehr Erde. Ich habe ja was abgearbeitet. Hier geht's schon richtig runter hier. So, weiter gehen wir wieder rauf. Es wird dunkel, wir sollten so schleunig sehen, dass wir auch nach Hause kommen. Beziehungsweise ein paar Zombies machen uns natürlich nichts aus, aber können wir auch mal mitzumachen hier. Habe ich eigentlich offen gelassen gehabt, nur damit ich noch was anbauen kann. So, habe ich noch mehr Erde? Natürlich. Ich bin jetzt gerade ein bisschen an Lust und Laune, hier ein bisschen was zu schaffen auch. So, das ist egal. Beziehungsweise das ist nicht so egal, weil da spawnt da unten irgendwas und das müssen wir natürlich zumachen. Hallo, ich hänge. Vielleicht kommen die Zombies, ich habe ein bisschen Angst. So, machen alles zumachen, 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 zumachen. So, wir gehen jetzt erstmal ins Bett. Danach sehen wir weiter, was wir hier machen. Das Haus erstrahlt im neuen Glanze. Das Feld müssen wir auf jeden Fall noch fertig bauen. Ich bin so ein Depp. Komm, ich hab noch eine Schippe, da geht er schneller mit. Und jetzt ab ins Bettle. Hupfele ins Bettle. Yes, so. Und wieder raus, frisch ans Tageswerk. Wir müssen so viel tun hier noch. So, Tür zu. Wo ist mein Wassereimer? Ich habe doch einen, genau. Komm mal her. Dann werde ich mal eben... Ach so, das muss auch weg hier. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Aber ich kann nämlich hier dieses eine Feld, wie ich sehe, ist nämlich schon komplett fertig. Das kann ich mir einmal komplett abarbeiten. Das macht man nämlich so.
So, und dadurch, dass ich die Barriere in der Mitte habe und auch das Wasser, passiert der anderen Seite da nichts. So, wie viel Samen habe ich gekriegt? 41, einen hatte ich ja noch. Das reicht auf jeden Fall, um wieder alles neu anzupflanzen. Und dann kann ich hier wieder große Felder, um lange zu leben, machen. So, bleiben 14 übrig, das ist ganz gut. Den restlichen lasse ich mal da. Da geht's raus. Zack, wir machen mal so, nehmen das mal mit und gehen mal eben schnell die Tiere füttern. Warum habe ich das eigentlich so weit weg gemacht? Na, egal. Muss man ein bisschen laufen, macht ja nichts. Neue Wege muss ich auch noch legen. Da ist ein Creeper, den werde ich erstmal schlachten gehen. Hallo Creeper. Ja, ja, komm her. Ja, ja. So, bist du tot? Was hast du? Sprengstoff hier. Genau, das ist ganz gut. Schwarzpulver kann man immer gebrauchen. So, liebe Kühe, ihr müsst euch vermehren. Ich weiß, ihr habt noch kleine Kinder, aber das macht mir gar nichts. So, und Schafe, ihr könnt euch natürlich auch ein bisschen vermehren. So, ihr beide, ihr beide, ihr beide. Noch mehr? Du und du. Noch mehr? Ja klar, ihr beide auch noch, ist kein Problem. So. Da gibt es Erfahrungspunkte für, geil. Ja, ihr könnt erstmal wachsen, das ist gut. Ah, herrlich. So, jetzt wieder weg hier. Fledermäuse, Da haben wir schon einiges terraformt, das ist ganz gut. Die Kartoffeln wachsen auch so vor sich hin. Ah, so viele Dinge zu tun hier immer. Oh, wie viel Zeit haben wir schon, wieder hier verbracht? Ist ja schrecklich. Die Zeit verfliegt immer so, wenn man Minecraft spielt. Das ist unfassbar. So, wir machen mal eben schnell hier noch ein bisschen Terraforming. So, da noch weiter. Da ist das Loch schon so gut wie zu. Das ist schon mal ganz gut. Oh, herrlich. Das wird herrlich. Wird das. So, das machen wir jetzt auch noch ein bisschen zu hier. Einfach nur mit ein bisschen eine gerade Kante kriegen. Mehr Land zum Bebauen natürlich. Wir wollen ja noch so einiges hier machen. Ist ja nicht, das ist ja nicht Schluss mit den Feldern, die wir jetzt hier angelegt haben. Nein, da müssen wir auch noch jede Menge, muss da noch getan werden. So, aber das sieht schon wieder besser aus. Das sieht schon mal ganz gut aus. Haben wir hier einfach das Loch zugemacht. Da müssen wir noch jede Menge Erde anschütten. Keine Sorge, das wird noch eine Weile dauern. So, jetzt werden wir ein bisschen Holzfallen gehen. Da hole ich mir am besten noch direkt eine Axt. Denn mit einer Axt komme ich da nicht weit. Die ist nämlich so gut wie kaputte. So, 1, 2, 3. Wir brauchen noch ein paar Sticks. Haben wir noch ein bisschen Holz? Hier jetzt nicht. Haben wir hier noch ein bisschen Holz? Nein, haben wir da noch ein bisschen Holz. Da haben wir noch. Aber wir haben auch Sticks, das ist besser. So, ach, nehmen einfach alle Sticks mit. Dann machst du mir aber eben schnell eine Axt raus. So, 1, 2, 3. Dann. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gesehen. Ich habe mir ganz normal eine Axt gecraftet. Ja. So, und weiter geht's. Was zu essen? Ich brauche zu essen. Ach, Hühnchen habe ich doch gebraten, ne? Soweit ich mich noch erinnern kann. Und zwar hier drin. Sehr gut. Und hier müsste. Hier müsste noch Eisen drin sein, jawohl. Das nehmen wir raus, das packen wir hier rein. Wir essen gleich ein bisschen Hühnchen und dann ist alles wieder im Load. Noch eins. Ja. So, jetzt müssen wir ein paar Bäume fällen. Dieser große kann erstmal auch hier stehen bleiben. Ich brauche aber sowieso die Birkenbäume da hinten kann ich auch nicht gebrauchen. Ich brauche ja eigentlich die, was ist hier schon wieder? Ach, hier ist ja auch so ein Loch. Ich habe einfach viel zu viele Löcher in der Gegend hier mit Minen unten drunter und hast du mich gesehen. Den Baum kann ich noch fällen, okay. Ich darf nur den großen, der ist ein bisschen nervig, deswegen fälle ich den jetzt nicht. Ich habe jetzt gerade keinen Bedarf dran. Irgendwie. Kann man sicher verstehen. Dann hoffe ich, dass ich gleich genug Setzlinge kriege, dann werde ich den Wald ein bisschen verschieben müssen. Weil hier ist er doch ein bisschen sehr nah an meinen Feldern jetzt dran. Gut, die sind da, die habe ich natürlich dahin gebaut. Ich hätte davor wissen können, dass der Wald hier ist. Aber ich dachte mir, ich muss den Wald ja sowieso abholzen, weil ich das Holz brauche. Von daher gar kein Problem. So, und hier ist wieder ein bisschen höherer Baum, das heißt, dass die untersten stehen, damit wir drauf springen können. Das sind hier so die geheimen Baumfell-Farm-Tricks. Die Skills, die Farm, Holzfarm-Skills. So. Und weiter, nächsten Baum. Der ist nur 4 hoch, das ist kein Problem. So. Das ist ein Setzling, sehr schön. Was ist mit diesem Baum hier, der hier steht? Der ist noch ein kleiner, den kann man noch umhauen. Moment, ich muss mich mal eben hier kratzen. Das juckt da ganz fürchterlich. Ah, nee. So, das hätten wir. Haben wir jetzt genug Holz? Nee, wahrscheinlich nicht. Wir brauchen Unmengen an Holz eigentlich. So, das nehmen wir auch noch mit hier, dem Bäumchen. Was mit dem hier? Ist das auch ein kleiner? Ich hoffe es mal.
Wenn es so großer ist, dann habe ich ein Problem. Ah, ist ein kleiner gewesen, Gott sei Dank. So, da oben ist noch ein kleiner, den holzen wir auch noch um. Yes, 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 yes. So, und hier geht's weiter mit denen dann. Vielleicht mache ich auch diesen ganzen Berg, wo ich quasi draufstehe, gerade weg. Das weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch überlegen. So, habe ich jetzt eigentlich alle Bäume hier gefällt. Ne, bis auf den großen. Ne, da ist noch ein kleiner sogar. Ja, den, der muss natürlich weg. Hier soll nur der große Baum stehen bleiben. Das reicht auch vollkommen. Okay, so, alles weggemacht. Jetzt brauchen wir hier diese Äste. Natürlich auch genau ein Stack. Sauber. Das ist ja richtig, richtig gut, ne? Boah, ihr nervt. Da sind schon wieder Kartoffeln gewachsen. Das ist ja sehr gut. So, hier muss ich leider irgendwie was drunter bauen. Ich habe noch Cobblestone. Nimm doch einfach den Cobblestone. Ist doch völlig wurscht. So. Vorhin habe ich noch gesagt, ne, wir müssen ja Dreck hier machen wegen Fusch am Bau, bla bla. Und jetzt mache ich Cobblestone drunter, ne? Versteht ihr? So. Aber das ist ja auch egal. Ich muss ja nur irgendwie was haben, wo ich dann die Baumstämme drauf platzieren kann, damit die so rumstehen. So, das machen wir hier bis hinten hin. Dann ist das fertig. Dann muss jetzt noch ein Zaun rumgebaut werden. Perfekto, würde ich sagen. So, wir haben noch, meine Ho ist noch bereit. Gut, dann machen wir die gerade da hinten auch noch fertig. So, 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 so. Dann haben wir zumindest in dieser Aufnahmesession das Kartoffelfeld gepflanzt. Das ist ja auch schon mal was. So, da sind Kartoffeln fertig, habe ich gesehen. Und da. So, wie viele Kartoffeln haben wir rausgekriegt? Zwei kann er nicht sein. War vielleicht auch noch nicht ganz fertig, ne? Egal. Dann sollte ich mir nächstes Mal ein bisschen länger wachsen lassen. Wir haben auch 28 Zäune, reicht das? Wahrscheinlich nicht. Fackeln müssen auch noch auf die Ecken drauf und sowas. Da habe ich jetzt sowieso nichts genug für dabei. Es fehlen auf jeden Fall noch Zäune. Kann ich gleich craften gehen. Gatter brauche ich dann auch noch. Komm, her. So, wir brauchen noch Zäune und Gatter. Ja, wir haben was an Holz. Das hier. Okay, dann verarbeite das mal alles komplett. Gut, wir brauchen einen. Zwei Gatter brauchen wir eigentlich. Zwei Gatter, das ist zu viel. Machen wir erstmal so. So, und so, da haben wir zwei Gatter. Eigentlich brauche ich noch ein drittes, ne? Für das andere, was ja auch noch nicht fertig ist. Machen wir da noch ein Gatter, ist egal. So, dann haben wir drei Gatter. Die brauchen wir. Wir brauchen hier diese flachen Steine. Und dann brauchen wir sehr viele Zäune noch. Aber so viel ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen sehr viel. Komm, dann machen wir das. So, da haben wir noch schon mal ein paar Zäunchen. Und noch mehr Zäunchen. Und noch mehr Zäunchen. Und noch ein paar Sticks haben wir auch noch. Jetzt haben wir Zäune, Gatter, bla, blub, haben wir alles. Ist schon wieder Nacht oder so? Oder bilde ich mir jetzt gerade nur ein? Wo ist die Sonne? Noch hoch genug, das Feld kriegen wir noch fertig. Ach, Treppen brauchen wir auch noch. Treppen haben wir auch noch. Super. Wir haben ja quasi alles da. Ist ja herrlich. So, brauchen wir jetzt hier oben einen Block. Können wir den einfach nehmen, das ist wurscht. So, 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 so. Gut, dann hier die Treppe davor, obwohl wir hinten eh nicht rausgehen können. Nein, das war falsch. Wo ist die Axt? Axt, 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 Axt. So. Hier brauchen wir natürlich einen Gatter. Dann kommt hier Zäune, Zäune, Zaun, 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 Zaun. Und dann müssen wir drum rumlaufen, weil ich alles zugemacht habe. So. Und jetzt auf die andere Seite. Da muss das Ding natürlich weg. Und dann muss da noch ein Gatter hin. So. Und jetzt fehlt noch an dem letzten Feld da hinten fehlt noch ein Gatter. Lalalalalalala. Und dann machen wir den Zaun weg. Und ein Gatter hin. Damit die drei Felder auf jeden Fall fertig. Das letzte Feld muss natürlich noch, es ist natürlich erstmal nur halb bewirtschaftet. Aber das kommt schon noch. Super. Gefällt mir auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir, ob wir noch ein paar Setzlinge einsammeln können, wenn von den ganzen Bäumen, die wir hier gefällt haben. Oh, Äpfel sind auch immer gut. Oh ja, hier. Guckt euch das an. Das sind ja hammer viele Setzlinge. Äpfel sind immer gut. Die kann man sich zwischendurch auch mal reinschieben. Wenn man mal Hunger hat. So, da oben ist auch noch ein paar. Das ist sehr gut, sehr gut. So, und der Wald wird dann ein bisschen weiter verpflanzt. Wie viel haben wir? 26. Wow, das ist schon 27. Jetzt werde ich den auch noch einsammeln. Ja, das ist natürlich schon sehr gut. Können wir einfach hier hinten ein bisschen anpflanzen. Wir sind sogar Birkenbäume, das ist ganz gut. Dann mache ich wahrscheinlich wieder eine Birkenholzfarm. Einfach für Rohholz, was man ja immer braucht. Ist nicht besonders schön, das Birkenholz, um es zu verarbeiten. Obwohl das weiß natürlich auch, für manche Sachen ist es natürlich auch brauchbar. Aber für die meisten Sachen, die man holzfarbig machen will, ist natürlich weiß irgendwie eine komische Farbe. So, das hätten wir.
Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wann wir denn angefangen haben. 19, 20 nach 20. Sind wir jetzt genau bei einer halben Stunde, kann das sein? Dann ist es genauso quasi zwei Folgen wären fertig. Ich denke, dann werde ich jetzt hiermit aufhören. Ich weiß, es waren nur zwei Stunden, eine zwei Folgen Aufnahme. Wir haben aber einiges geschafft. Wir haben hier das Kartoffelfeld angepflanzt. Wir haben hier ein bisschen Terraforming betrieben. Wir haben einen neuen Wald abgeholzt und einen neuen Wald angepflanzt. Ich denke, das sollte für diese Folge reichen. Wir sehen uns in einer der nächsten Folgen. Bis dahin. Tschüss.